Wir starten mit Platz Nummer 5 bei den saunasüchtigen Finnen. Hier möchte man wirklich nirgends auf Schwitzen verzichten. Deshalb kommt diese skurrile Sauna auf Rädern daher. Den Saunabus hat sich für den Abend eine Damenvolleyballmannschaft aus Koh Samu gemietet. Anstatt in die Disco gehen die Mädels lieber gemeinsam schwitzen. Denn feiern kann man offensichtlich auch neben einem 90-Grad-Ofen. Karaoke in der Sauna für die Freundinnen Rika und Lotte ist das eine typische Samstagnacht. Bei diesem heißen Mädelsabend wird auch gleich der Stress im Liebesleben rausgeschwitzt. Bei Liebeskummer musst du ins Eisloch springen. Das löst alle Sorgen. Die bleiben im Eisloch und sind weg. Tja, ein Eisloch finden die Mädels zwar nicht, aber ein Haufen Schnee bei minus 15 Grad Außentemperatur tut's auch. Nackt in der Sauna, nicht in Korea, unserem Platz 4. In der Hauptstadt Seoul gibt es einen 24-Stunden-Sauna-Vergnügungspark. Hier sind spezielle Sauna-Uniformen Pflicht und deshalb auch im Eintrittspreis von rund 12 Euro enthalten. Statt einem Wellness-Paradies erwartet die Gäste bei über 30 Grad eine laute Spieloase. Ruhe und Entspannung, Fehlanzeige. Und selbst in den Saunen wird typisch asiatisch nicht aufs obligatorische Erinnerungsselfie verzichtet. Mit dem Handy schwitzen und spielen, für uns ist das entspannend. Mitten im Nacktbereich der Männer gibt es sogar einen Friseur, der bietet Mietperücken an. Da kann man sich das fehlende Haupthaar vor dem nächsten Saunagang einfach ausborgen. Anders als in einem normalen Wellnesshotel gibt es keine eigenen Zimmer. Man schläft, wo man gerade ist, zur Not auch auf dem blanken Boden. Nichts für Warmduscher ist unser Platz Nummer 3 und der geht nach Russland. Hier in der russischen Banja muss man sich erstmal bedecken und zwar obenrum. Jo, seid ihr bereit? Hier sind eure Mützen, damit die Ohren nicht so heiß werden. Dass die Russen in der Sauna nicht auf Wodka verzichten wollen, war ja klar. Dass es zum Wodka aber auch noch Schläge gibt, das ist überraschend. Aber der sogenannte Wenig, übersetzt Besen, darf in keiner russischen Sauna fehlen. Die Schläge mit den nassen Blättern sollen die Muskeln lockern. Unser Platz 2 geht in die Heimat, nach Deutschland oder besser gesagt in die Badegärten Eibenstock bei Sachsen. Hier gibt's einen Sauna-Animateur. Richtig gehört, Saunameister war gestern, heute geht man zu Showaufgüssen von Sauna-Animateuren wie Dominik Hepp. Der ist darin sogar deutscher Vizemeister. Klar, dass da selbst die Handtücher speziell von der Näherin gefertigt und diverse Wedeltechniken regelmäßig geübt werden. Zu Hause mache ich das meistens so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Techno-Musik drauf. Ja, weil die Techno gefällt mir einfach am besten. Und dazu wedeln macht Spaß. Und das Wedeln zahlt sich aus. Dominik hat inzwischen Fans, die ihm seitenweise Liebesbriefe schreiben und ihm europaweit hinterherreisen. Das aber sorgt für Eifersucht im Privatleben. Das ist wirklich schwierig, als Aufgießer überhaupt eine Freundin zu finden. Zum Glück hat er Vivian gefunden. Die ist null eifersüchtig, denn sie war früher selbst mal Saunameisterin. Heute hilft sie aus, denn jetzt geht's los. Zu jeder Saunashow gehören einstudierte Monologe, spezielle Outfits und selbstgebaute Requisiten. Denn Dominik erzählt mit seinen Handtüchern hier gerade die Geschichte eines Erfinders. Ein Dreivierteljahr hat der deutsche Vizemeister im Showaufgießen an seiner aktuellen Performance getüftelt und die kommt an. War eine sehr, sehr schöne Show. Absolut gemacht, mit Herzblut. Also tipptopp. Und zum Abschluss verrät uns Dominik sein wohl bestgehütetes Berufsgeheimnis. So rutscht das Handtuch nicht runter. Das Handtuch ist offen. So, machen das hier zusammen und rollen es einfach nach unten wie eine Art Gürtel. Unser Platz Nummer 1 geht tatsächlich wieder nach Finnland, denn nirgends lässt man sich so viel einfallen wie im Mutterland der Sauna. Hier gibt es die Jähe-Sauna, zu Deutsch Eissauna. Von wegen Feuer und Eis vertragen sich nicht. In dem 3 Meter hohen Eiskoloss wird ordentlich eingeheizt. Bei 70 Grad schwitzt man zwischen den eiskalten Eiswänden und das bis zu 3 Monate lang. Dann ist die Sauna weggeschmolzen. Aber bis dahin heißt es fröhliches Schwitzen.